Er weiß, wie es sich anfühlt, Ex-Fußballnationalspieler Günter Sawicki über das frühe Aus bei der WM 1962. Bergeübungen am Flughafen, Feuerwehren aus ganz Deutschland proben in Stuttgart den Ernstfall, dabei muss jeder Handgriff sitzen. Und klein, aber fein, der Stuttgarter Stadtpokal bietet klasse Damentennis im familiären Rahmen. Ja, damit guten Abend und willkommen zum Journal hier bei Regio TV. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Das Aus der deutschen Mannschaft bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Russland beschäftigt nicht nur die Fans, sondern auch ehemalige Spieler, wie etwa den Stuttgarter Günter Sawicki, der 1962 zum WM-Kader zählte. Die Parallele zu heute, die deutsche Mannschaft schied damals ebenfalls früher aus als gedacht. Es war ein Riesenenttäuschen, dass man so früh rausgefallen ist. Damit meint der alte Haudegen und Ex-Fußball-Nationalspieler Günter Sawicki aber nicht das aktuelle WM-Vorrunden aus der deutschen Mannschaft, sondern das Scheitern bei der WM 1962. Da flog das Team im Viertelfinale raus, damals die erste K.O.-Runde. Dass nun bei der WM in Russland aber schon in der Vorrunde alles aus ist, bringt nicht nur ihn, sondern auch alle Fans aus der Fassung. Mit dem haben die wenigsten in Deutschland gerechnet, dass Deutschland bei dieser Weltmeisterschaft so früh ausscheidet. Der Stuttgarter blickt für uns nochmal zurück auf eine große Karriere mit Höhen und Tiefen. Denn Sawicki war in der großen Fußballwelt unterwegs. Bis 24 kickt Sawicki im Ruhrgebiet. Ab 1958 spielt der Torwart 15 Jahre lang für den VfB Stuttgart und wird dort zur Legende. Dann 1962 der Paukenschlag. Bundestrainer Sepp Herberger nominiert ihn als ersten Stuttgarter überhaupt für eine Fußball-WM, auch wenn es nur für die Ersatzbank reicht. Bei der Endrunde in Chile ist dann aber, wie erwähnt, im Viertelfinale gegen Jugoslawien Schluss. Aber anders als bei der aktuellen Mannschaft stimmt damals die Leistung. Im Turnier haben wir ja gut gespielt. Aber bloß das eine Spiel haben wir 1-0 verloren, da war Schluss. Und das war schade, sonst wäre ich länger in Chile geblieben. Den Diskussionen heutzutage um das Quartier der Fußballnationalmannschaft kann er nicht viel abgewinnen. Wir waren ja mit weniger zufrieden, es gab ja auch nichts. Und man durfte ja auch nicht mehr annehmen. Die Spieler haben Fußball gespielt und auch das Geld, was wir gekriegt haben, damals, glaube ich, mit 2000 Mark. Und das war alles. Während seiner gesamten Fußballkarriere arbeitet Sawicki halbtags als Werkzeugverkäufer, sogar auch nachdem 1963 die Bundesliga eingeführt wurde. Dort spielte er bis 1968 für den VfB. Bis heute ist er Ehrenmitglied des Vereins und regelmäßig bei Heimspielen im Stadion. Seine Fußballbegeisterung ist ungebrochen, das gilt aber gerade nicht mehr für die aktuelle WM. Für mich ist die Fußballweltmeisterschaft gelaufen. Ich gucke zwar noch das ein und das andere Spiel, aber nachdem Deutschland jetzt raus ist, ist mein Ehrgeiz nicht mehr so groß, am Bildschirm zu sitzen. Wie es den deutschen Nationalspielern gerade geht, kann er nachfühlen. Schließlich hat er ein WM aus 1962 selbst erlebt und kann deshalb den Spielern versichern, es geht weiter. Hinterher ist alles wieder wie normal gelaufen. Ich habe mit meiner Arbeit nachgegangen, habe weitergespielt bis 68 und so lief es halt immer. Und das kann doch auch den aktuellen Nationalspielern Mut machen. Schließlich geht es nur um die schönste Nebensache der Welt. Ja, vor einer Woche hat Brigitte Wiebele die Deutschlandfarben getragen. Jetzt ist zwar auch bei ihr wieder Alltag eingekehrt, das WM-Aus beschäftigt sie aber auch noch. Unsere schwäbische Hausfrau hat sich gefragt, wo waren denn die Schutzengel? Und stellt fest, es gibt auch ein Leben nach der WM. Hallöle, hier ist wieder Brigitte Wiebele. Ja. Es ist dunkel in Deutschland, hier. Manchmal hat man halt Pech und manchmal hat man kein Glück. Und jetzt, was ist passiert? Historischer K.O. des Weltmeisters. Ja, da atmen jetzt die Brasilianer auf, gell? Die freuen sich, jetzt zwei Loch in der Arsch, da guckt er das an, gell? In der Vorrunde rausgeflogen. Ja, hat denn der Yogi sein Pullover nicht angehabt? Und warum hat er überhaupt sein Armband abgestriffen, sein Talisman? Meine Güte. Na, wenn man schon nicht dopen darf, dann muss man doch wenigstens die Götter ein bisschen erpressen, gell? Die Nigerianer hätten es auch gemacht. Die wollten ja lebende Hühner mit ins Stadion nehmen. Als Talismane hat man ihnen aber verboten. Und was ist gewesen? Sie sind rausgeflogen. So sieht's aus. Jetzt habe ich mal im Horoskop nachgelesen, wie es weitergeht. Hier, das Engeltarot. Die Engel der Planeten bieten ihre Hilfe an. Typisch, dann wenn's spät ist, gell? So wie wenn der Tisch deckt, ist alles fertig. Und da fragt einer, kann ich mir etwas helfen?
So sieht's aus. Oder hier, das Tarot der Woche. Liebe mich dann, wenn ich es am wenigsten verdient habe, denn dann brauche ich es am meisten. Naja, wenigstens sind unsere Jungs ja finanziell abgesichert. Da muss man sich keine Sorgen machen, gell? Heidenei. Und jetzt der ganze Wahnsinn. Ja, wo waren denn die Schutzengel, ha? Wo? Jetzt inzwischen ist ja der Erdogan als Präsident vereidigt worden. Und dem Trump, dem kannst du ja die Latte, die Niveaulatte so tief hängen, wie du willst. Der geht immer aufrecht durch. Da waren die Schutzengel. Die haben halt auch bloß begrenzte Kapazitäten, gell? Also, ich sag mal einfach, das Pech, das wir nicht haben, ist unser größtes Glück. Ich gebe jetzt mal ab an die Kaffee und hoffe auf bessere Zeiten. Also bis nächste Woche, eure Brigitte Wiebele. Ach so, Ausruf. Ich bin sicher, die besseren Zeiten kommen bestimmt. 2 bis 3 Flugzeuge muss die Feuerwehr am Stuttgarter Flughafen im Jahr bergen. Fast immer handelt es sich dabei um kleinere Maschinen. Vorfälle mit größeren Flugzeugen sind zum Glück noch seltener. Aber auf den Ernstfall müssen die Feuerwehrleute vorbereitet sein. Und den können sie unter Realbedingungen proben. Dank einer Tupolev, die der Flughafen für Übungszwecke angeschafft hat. Das Fahrwerk ist eingeknickt und die Maschine liegt auf der Nase. 23 Feuerwehrmänner aus ganz Deutschland haben diese Woche geübt, was sie bei so einem Szenario tun müssen. Unter ihnen auch Quirin Stadtkus von der Flughafenfeuerwehr Sylt. Wir machen halt auf der Sylt alles, von Flughafenfeuerwehr über Technik, Abfertigung, allem drum und dran. Haben halt nicht so die Flughafenzahlen, so wie hier Stuttgart, Frankfurt oder München hat. Aber für den Ernstfall müssen er und seine Kollegen sich trotzdem wappnen. Denn auf der Insel holen sie nicht nur Kleinflieger von der Piste. Im vergangenen Jahr ist auf Sylt ein A320 über die Landebahn hinausgeschossen. Glücklicherweise ist damals alles glimpflich ausgegangen. Die Übung am Stuttgarter Flughafen findet unter Realbedingungen statt. Vor allen Dingen auch, weil wir ein reguläres Flugzeug zum Üben haben. Das heißt, da sind zumindest auch die Funktionen der Fahrwerke, die Funktionen des Flugzeugs an sich, alle 1:1 vorhanden. Es ist zwar eine Tupolev, aber die ist, sagen wir, baugleich mit der 707 und auch vom Grundkonstrukt her ähnlich zu den gängigen Flugzeugtypen, die bei uns hier am Flughafen verkehren. Im Fall der Tupolev rollen die Feuerwehrmänner ein sogenanntes Mehrschicht-Hebekissen aus. Je nach Bedarf lassen sie Luft einströmen. So gelingt es, die Maschine langsam und kontrolliert aufzurichten. Fingerspitzengefühl ist gefragt, denn bei dem Vorgang können auch Probleme auftreten. Das Flugzeug an sich, sag mal, ist ähnlich wie ein Omnibus, nur dass es fliegt. Ne? Das heißt, man hat auf engem Raum sehr viele Personen an Bord. Und letztendlich ist beim Flugzeug unter anderem auch zu beachten, dass man natürlich sehr unterschiedliche Last- und Gewichtsverhältnisse hat. Wenn zum Beispiel bei einem Unfall die Ladung verrutscht, muss das Gewicht ausgeglichen werden. Für Quirin Stadtkus ist diese Information nicht neu, aber gelohnt hat sich die Bergeübung trotzdem. Ich nehme sehr viel mit, dass ich auch mit den externen Wehren besser zusammenarbeiten kann, dass ich jetzt weiß, wo man ansetzen kann, was man beachten muss, wo die Schwerpunkte sind. Und vor allem die praktischen Übungen sind von großer Bedeutung, denn je routinierter die Feuerwehrleute sind, desto besser können sie im Ernstfall helfen. Willkommen zurück. Wissen Sie noch, in welchem Jahr Boris Becker zum ersten Mal das Grand-Slam-Turnier in Wimbledon gewonnen hat? Oder vielleicht, wann Sergej Budka als erster Stabhochspringer die 6-Meter-Marke überquert hat? Das war 1985. Das ist aber schon eine ganze Weile her. Im gleichen Jahr übrigens hatte ein Stuttgarter Tennisclub die Idee, ein Damentennisturnier zu organisieren. Stuttgart und Tennis. Wer denkt da nicht sofort an den Porsche Tennis Grand Prix und den Mercedes Cup? Aber im Schatten dieser beiden großen Tennisturniere gibt es noch ein weiteres, kleines, aber feines Traditionsturnier, den Stadtpokal. Ausgetragen vom TC Blau-Weiß-Feigenrohr, organisiert von Wolfgang Bruder und seinem Team. Also in Regel sind es wirklich Ehrenamtliche des Clubs, die da das ganze Jahr über an sich schon aktiv sind und mithelfen, damit dieses Turnier zustande kommt. Und vor allem die Arbeit, also dass man eben Sponsoren gewinnt, das ist unsere Hauptaufgabe das Jahr über. Und dann diese Woche, die läuft dann sich nach 34 Jahren fast von selbst. Und weil das so ist, bleibt dem Organisator auch Zeit, das ein oder andere Match live und hautnah anzuschauen. Auf jeden Fall, ja. Ich gucke also immer gern und das Damentennis hat sich ja auch unheimlich entwickelt. Es ist wunderbar geworden. Also gegenüber den Anfängen, jetzt 85 haben wir angefangen. Also da ist ein Riesenunterschied und das hat sich wirklich hervorragende Entwicklung und es sind tolle Kämpfe hier. Spitzentennis zum Anfassen. Dafür steht der Stadtpokal.
Auch Lena Rüffer und Anna Gabritsch vom TC Waldau genießen die familiäre Atmosphäre in Feigenrohr. Ich denke mal, gerade für uns hier, die im Umkreis wohnen und auch trainieren, ist super. Also wir können zu Hause schlafen, wir haben hier unsere heimischen Gebiete, sage ich mal. Es ist echt sehr angenehm und auch das Turnier hier ist super organisiert, die geben sich viel Mühe und also es ist echt super cool immer. Klar, es ist sehr schön, gerade auch, weil man zu Hause schlafen kann. Das kann man jetzt im Sommer nicht sehr oft, weil man eher in weiteren Städten spielt. Und es ist ein sehr schönes Gefühl, gerade auch, wenn Freunde vorbeigucken und einem zuschauen und einen auch supporten. Deswegen ist ein schönes Gefühl. Eine Woche Turnier, 51 Wochen Organisation. Trotz all der Arbeit gibt es einen guten Grund, das Turnier auch weiterhin zu organisieren. Einfach der Spaß auch. Also das Turnier ist einfach jetzt ist ein bisschen Herzenssache geworden über die ganzen Jahre. Und also solange ich es noch mit dem Enthusiasmus machen kann, mache ich es noch. Am Samstag ab 14 Uhr finden die Halbfinals statt. Das Finale steigt dann am Sonntag ab 14.30 Uhr. Ja, sie hat das Scheitern der Deutschen in der Vorrunde in Russland vorhergesagt, aber auch, dass der Senegal Weltmeister wird. Heute wissen wir, ja, das Debakel hat stattgefunden und nein, der Senegal holt nicht den Pokal. Heute hat WM-Orakel Zeller in der Wilhelmer sich auf die Sieger der Achtelfinals festgelegt. Wenn Sie wissen wollen, ob die Elefantendame diesmal den Experten folgt oder auch wieder überrascht, finden Sie die Vorhersage auf unserer Facebook-Seite und in unserer Mediathek. Apropos Vorhersage, davon gibt es jetzt natürlich auch noch eine, aber wissenschaftlich fundiert fürs Wetter in der Region. Und da wird's wieder Sommer. Ihnen noch einen schönen Freitagabend und wenn Sie mögen, bis morgen zum Regio-TV-Wochenrückblick. Tschüss, auf Wiedersehen. Schönen guten Abend, ich begrüße Sie zum Wetter hier bei Regio-TV. Wir haben es an diesem Wochenende mit strahlendem Sonnenschein zu tun und noch sehr hohen Temperaturen, zumindest am Samstag. Da werden den Rhein entlang bis zu 31 Grad erreicht. Sonst gibt es nur wenige lockere Wolken und eben viel, viel Sonnenschein, aber Ostwind. Und dieser Ostwind sorgt auch in Stuttgart für eher normal moderate Hochsommerhitze mit 27 bis 29 Grad. Richtung Bietigheim-Bissingen sind es nochmal bis zu 31 Grad. Am Sonntag gehen die Temperaturen ein bisschen zurück. Dazu ist der Himmel wolkenlos. Wir haben von früh bis spät strahlenden Sonnenschein. Und weil es für die meisten so schön ist, machen wir das Ganze am Montag und Dienstag nochmal. Und das Besondere ist, es ist eine angenehme Hochsommerwärme ohne Schwüle mit Wind. Das wird sich dann ab Wochenmitte ändern. Wir kriegen es mit feuchter Luft zu tun, es wird schwüler und es folgen erste Gewitter.